Du kanntest Tarantino schon sehr viel früher. Ich glaube schon 10 Jahre. Warum nochmal genau? Weil ich von einem Nachtdreh hier in Wien bei Kommissar Rex nach Hause kam und meine damalige Lebensgefährtin irgendwie sagte, Quentin schläft auf der Couch. Ich sagte, wer schläft auf der Couch? Quentin Tarantino. Sie war mit ihm befreundet und Quentin hat auf der Couch geschlafen? Hat bei mir auf der Couch geschlafen, ja. Und habt ihr euch dann zu ihm gelegt? Nein. Ich bin dann in mein Bett gegangen, weil ich hatte Nachtdreh hinter mir. Quentin blieb dann ein paar Wochen in Wien und wir haben uns eben auf dieser Ebene wirklich freundschaftlich kennengelernt. Ich musste dann mit ihm so den Klassiker machen auf die Autobahn, was man hier ja eigentlich nicht darf, aber wir sind dann irgendwie sehr schnell gefahren, was die Amerikaner immer gerne machen. Und er hat dann viel Zeit verbracht, hat sich hier auch noch irgendwie ein Mädel verliebt und hat irgendwie angefangen, an der Geschichte zu schreiben.